Die Essenz des Lebens. Boah, das gibt es doch nicht! Es lenkte mich die ganze Zeit ab, sodass ich nicht einmal sehen konnte, wie dieser Ritter enthauptet wurde. Und dann habt ihr auch noch das Glück, den Helm zu fangen. Ich fass es nicht! Tobte der junge Mann und stampfte zornig mit den Füßen. Wardon hingegen behielt sein fröhliches Grinsen bei und dachte bei sich selbst, wie anwidernd der junge Mann doch war. Zumindest für Oland war es nicht verständlich, warum man eine Enthauptung sehen wollte, geschweige denn, warum man den Helm des Enthaupteten begehren konnte. Sagtet ihr nicht, dass die Kämpfe fair mit Schiedsrichtern verlaufen? Hakte Oland nach, wobei er den Helm kritisch musterte. Der Streit zwischen den beiden hatte nun auch die Aufmerksamkeit der Leute erregt, die unbedingt wissen wollten, wie es denn nun ausgehen möge. Hallo, das sind Ritterspiele. Mit fair ist lediglich gemeint, dass man ein anständiges Begräbnis erhält, falls man sterben sollte. Wo kommt ihr denn her? So etwas nicht zu wissen. Und nun gebt mir endlich den verflixten Helm, ehe ich euch in die Arena zerre und aus euren Knochen Paniermehl mache. Erwiderte der junge Mann aufgebracht, mit rot angelaufenem Gesicht und streckte dabei fordernd seine Hand aus. Orlon verstand die Geste und übergab dem Mann unbeeindruckt den Helm mit dem Kommentar: Das wird nicht aus Knochen gewonnen. Ihr könnt den Helm gern haben, wenn ihr ihn so sexy und anziehend findet. Früher bevorzugten wir noch Frauen, aber naja, die Zeiten ändern sich eben. Die Menge lachte ob dieser Worte auf. Was den Zorn des Mannes nur noch mehr anstachelte, welcher Olon den Helm wirklich aus seinen Händen riss, wobei er zornig erwiderte: Ich finde den Helm doch nicht anziehend. Es geht nicht darum, wie er aussieht. Das ist sehr löblich, denn Schönheit vergeht bekanntlich, ja. Darum sollte man bei seiner Partnerwahl auch viel mehr Wert auf den Charakter legen, was in eurem Fall ja etwas schwerer fallen dürfte. Wieder erntete Orlon Lachen. Welches zugleich Spott für den Mann war, als der Nekromant dies trocken und beharrlich erwiderte. Der Mann ballte bereits vor Zorn seine Faust, und nur das gebrechliche Aussehen des Alten, oder vielmehr die Verachtung, die er ernten würde, wenn er seinen Zorn ungezügelt auf diesen auslassen würde, hinderte ihn am Schlag, doch nun schrie er regelrecht: Das hat nichts mit inneren Werten zu tun. Das ist kein Lebewesen. Es geht einzig und allein darum, was er darstellt und was man mit ihm macht. Das überlasse ich euch. Auf ein Gespräch auf gürtelhohem Niveau bin ich nicht erpicht. Daher macht meinetwegen, was ihr wollt mit eurem süßen Helm. Mit diesen Worten drehte sich Odin um, während die Masse in Lachen ausbrach. Aus der lachenden Masse kristallisierte sich jedoch die rasende Stimme des jungen Mannes, welcher schrie: Ich bring den Kerl um! Woraufhin er Orlan am Gewand packte und nach vorne zerrte. Ferret und Noria wollten schon eingreifen, aber ein frisches Grinsen, gepaart mit dem Zuzwingern des linken Auges von Orlan, verriet den beiden, dass sie innehalten sollten. So erreichte Orlan den direkten Vorplatz des Palastes, welches durch ein rotes Band vom Rest abgegrenzt wurde. In dem so markierten Feld, welches als Arena diente, waren gerade zwei Knappen damit beschäftigt gewesen, den Leichnam des Verlierers wegzuschaffen, während der Sieger, welcher einer der Leibwachen des Herzogs war, ein Abzeichen und einen kleinen Beutel voll Gold als Siegesprämie erhielt. Der Herzog saß auf seinem Thron, der Spiele wegen extra nach draußen gebracht worden war, auf der gegenüberliegenden Seite und wurde von einigen seiner Garden flankiert, die ein Herankommen an ihm unmöglich erschienen ließen, während hinter ihm majestätisch der Palast thronte. Eure Hoheit! Rief der erzürnte Mann, der Olon immer noch am Kragen gepackt hielt. Ich möchte gegen diesen Mann ja antreten. Er hat mich zutiefst gedemütigt. Mit diesen Worten schob er Olon nach vorne. Der Herzog lehnte sich nach vorne, musterte den Alten und lehnte sich dann wieder zurück, wobei er sprach, während er unbewusst mit seinem Zepter auf seine Waden tippte. Gegen einen alten Mann? Ist er denn gewillt, gegen einen so körperlich fitteren Gegner zu bestehen? Er hat mich... begann der junge Mann und wurde sofort vom Herzog mit dem Ausruf: Schweigt! Euch habe ich nicht gefragt. Unterbrochen, woraufhin er sich mehrfach entschuldigte. Gerne würde ich mich geistig mit ihm duellieren, aber offenbar ist er unbewaffnet. Antwortete Orlon trocken und löste dabei wieder Lachen aus. Wobei auch der Herzog feixen musste.
Das macht er die ganze Zeit so. Beschwerte sich der junge Mann. Du hast den Alten gehört. Er ist bereit, sich geistig mit dir zu messen. Bist du einverstanden? Fragte der Lord. Und ob? Antwortete der Mann, ohne zu zögern, wo er sich zu Ulon wendete und sprach. Ich werde euch zeigen, dass meine geistige Waffe größer ist als die eure. Ja, doch ich halte meine nicht verkehrt herum. Erwiderte Ulon. Was wollt ihr damit sagen? Fragte der Mann. Naja, ich drücke es mal so aus. Wenn unser Geist einem Buch gleicht und jedes Wort darin einen Intelligenzpunkt ausmacht, dann reicht es bei euch gerade mal zum Einband. Wieder lachte die Masse auf. Während der Mann diesmal jedoch versuchte, gefasst zu bleiben, was er auch bis auf einen Vortreten der Ader schaffte, die vor Zorn regelrecht pulsierte. Er wartete das Lachen ab und trat dann in die Arena und Ulon folgte. Als sie beide in dieser standen, hob der Mann erneut an. Wisst ihr, dass ein Weiser einst gesagt hat, es ist besser, den Mund zu halten und von allen als dumm angesehen zu werden, als ihn aufzutun und ihnen damit jeden Zweifel zu nehmen? Erstaunlich, dass ihr es wisst. Dann würde ich euch zu schweigen raten. Erwiderte Ulon. Gott sei es gedankt, dass die biologische Uhr fortwährend tickt und ihr bald schweigen müsst. Dann bin ich bestimmt so laut, wie ihr klug seid. Erwiderte der Mann missmutig, während Ulon diesmal ansetzte, nachdem er in das Publikum geblickt und sich vergewissert hatte, dass seine beiden Freunde ihn sehen konnten. Hört mal, das führt doch zu nichts, außer zum Amüsement der Zuschauer. Darum würde ich euch einen Vorschlag unterbreiten. Wir fordern uns gegenseitig zu Wetten heraus, die jedoch nicht körperlich-motorischer Natur sind. Und wer gewinnt, ist der Sieger. Klingt fair, alter Mann. Erwiderte der Mann mit einem Nicken und fügte dabei hinzu. Ich fange an. Ich wette, ihr könnt nicht erraten, was für eine Unterhose ich trage. Sprach der Mann und grinste siegesicher, da er eine alte, lilane Unterhose trug, die sein Vater vor vielen Jahren aus Übersee mitbrachte. Umso verwunderter war er, als Ulon, ohne nachzudenken, spontan entgegennannte. Eine stinkende. Woraufhin das Grinsen verschwand und sich auf die Gesichter der Zuschauer legte. Sie brachen aber erst richtigen Lachen aus, als sich der Unparteiische zu dem Mann begab, sich zu dessen Hintern beugte und sofort darauf zurückschreckte und röchelte. Wobei er mit seiner Hand vor sein Gesicht wedelte und sprach: Der Alte hat recht. Als sich die Menge wieder beruhigt hatte, schauten sie erwartungsvoll Ulon an, welcher sprach: Ich wette, du kannst nicht erahnen, welche Farbe meine Zähne haben. Es dauerte eine Weile, ehe der Mann seine Überlegung abschließen konnte. Spontan kam ihm die Antwort: Schwarz. Aber dann dachte er, dass es zu logisch wäre, und der Alte ihm bestimmt eine Falle stellte, weswegen er antwortete: Gelblich weiß. Ungerührt blieb Ulon stehen und erwartete den Schiedsrichter. Dieser bat ihn, den Mund weit zu öffnen. Er gehorchte und es offenbarten sich reihenweise weiße Zähne. Der Schiedsrichter wollte bereits den Sieg des Mannes verkünden, der schon seine Arme zum Jubel gehoben hatte. Doch dann unterbrach Ulon ihn mit den Worten: Ein Moment. Und griff sich in den Mund, um sein Gebiss herauszuholen, sodass sich ein zahnfreier Mund darbot. Erklärt euch, bat der Schiedsrichter, woraufhin Ulon nickte, sein Gebiss wieder in den Mund schob und antwortete: Das sind nicht meine Zähne, so weiße hatte ich noch nie. Ich habe sie aus Mäulern von toten Tieren. Hat eine ganze Weile gedauert, ehe ich passende fand. Das kann ich euch sagen. Ich nenne sie die Dritten. Warum? Entgegnete der Unparteiische mit einem verwirrten Stirnrunzeln. Na, weil ich 3 Versuche brauchte, ehe ich passende gefunden hatte. Und ich dachte schon, weil es die dritten Zähne sind, die ihr nicht von der Natur geschenkt bekommen habt. Erwiderte der Schiedsrichter. So ein Unfug! Entrüstete sich Ulon mit abweisendem Kopfschütteln.
Ich sag ja auch nicht, nachdem ich meine Milchzähne verloren habe, schau mal, meine zweiten sind viel schöner. Können wir vielleicht mal weitermachen? Drängte der Herausforderer entnervt. Verzeiht, antwortete der Schiedsrichter und blickte sich kurz zu dem Mann um, wie er sich wieder Odon zuwandte und diesen fragte. Also, wenn das nicht eure Zähne sind, wo sind sie dann? Die habe ich vor ein paar Jahren schon irgendwie verlegt. Ihr habt sie verlegt? Fragte der Unparteiische mit einem verwirrten Stirnrunzeln nach. Oder verloren, ist doch dasselbe. Antwortete Oolon. Ihr könnt also nicht beweisen, dass eure Gegner Unrecht hat? Dann müsst ihr eine neue Wette stellen. Erklärte der Schiedsrichter, während der Mann zufrieden grinste. Ach, na schön, na schön. Sprach Oolon und dachte eine Weile nach, während der Schiedsrichter sich wieder zwischen die beiden begab. Schließlich, nach einigen Minuten Bedenkzeit, forderte Oolon: Ich wette, dass ihr nicht den nötigen Mut habt, vor all diesen Leuten hier die Hose herunterzulassen und mitten in das Feld vor den Augen all dieser Menschen eure Notdurft zu verrichten. Auf diesen provokanten Satz hin tuschelte die Menge in gespannter Erwartung auf die Entscheidung des Kontrahenten, welchen etwas Schamesröte ins Gesicht gestiegen war, als er diese Herausforderung vernahm. Seine Augen hatten sich geweitet und einige Schweißperlen zeugten von Angst. Doch da er schließlich nicht verlieren wollte, antwortete er mit aufgelegter Lässigkeit und einem aufgezwungenen Lächeln: Die Wette halte ich doch locker! Daraufhin zog der Mann die Hose samt Unterhose herunter und folgte dem Ruf der Natur, wobei sich die leichte Schamesröte in ein knalliges Tomatenrot wandelte. Das Publikum verfolgte mit gemischten Gefühlen den Mut des Mannes, wobei sich Krölen mit Ekelrufen vermischten. Als der Mann verrichteter Dinge die Hosen wieder hochzuzogen und festgebunden hatte, wich langsam die Schamesröte und ein siegessicheres Grinsen stellte sich ein und der Mann sprach: Na, was sagt ihr jetzt? Oolon sparte sich eine Antwort und ließ den Schiedsrichter zu Wort kommen, der sprach: Nun, ich denke, ihr habt die Herausforderung erfolgreich gemeistert. Moment! Fiel Oolon den Unparteiischen ins Wort und fügte hinzu: Wollen wir doch erstmal messen, ob es wirklich die Mitte ist. Was? Tönt das von dem Herausforderer total entsetzt. Nun, ich forderte euch heraus, mitten in das Feld eure Notdurft zu verrichten. Doch ich denke, jeder hier kann auf Anhieb erkennen, dass das Häuschen nicht einmal annähernd mittig liegt. Antwortete Oolon gelassen und mit einem spöttischen Grinsen. Die Menge begann wieder laut zu lachen. Und der Mann rief zornig aufgrund seiner erfolglosen und peinlichen Bloßstellung vor der gesamten Masse: Ihr habt mich reingelegt, das werdet ihr mir büßen. Das sehe ich anders. Schafft ihn aus dem Ring und sperrt ihn ein, als er Ärger machen sollte. Befahl Herzog Flatulentius streng, jedoch mit amüsierter Stimme, ehe er sich wieder zu Oolon mit den Worten wandte: Eure Geisteskraft ist verblüffend. So fähige Denker trifft man nur noch selten. Wer seid ihr und was tut ihr? Oolon zögerte und kratzte sich erst einmal am Kopf, ehe er fast beiläufig antwortete: Mein Name ist Oolon und ich tue euch offenbar amüsieren. In der Tat, das macht ihr. Hättet ihr vielleicht Lust, mein persönlicher Gaukler zu werden? Ich würde ja auch Hofner sagen, jedoch wird die Bezeichnung eines Narren euch nicht gerecht. Fragte der immer noch freudig strahlende Herzog. Oolon winkte dankend mit der Hand ab, fügte dann gelassen hinzu: Ich muss euch leider gestehen, dass ich eine andere Prämisse habe. Wie viel ihr mir auch zahlen würdet für meine bescheidenen Dienste, es würde mich nicht der Erfüllung meines aktuellsten Wunsches näher bringen. Und nur dieser eine liegt mir am Herzen. Er machte eine kurze Pause, ehe er hinzufügte: Ist es eigentlich wahr, was ich hörte? Wenn jemand einen eurer Elitewachen im Kampf in der Arena hier schlägt,
So gewährt ihr diesem jemand einen Wunsch? Der Herzog richtete sich heroisch auf und sprach mit gehobenem Kopf, ohne Rodan anzublicken. Selbstverständlich. Ein Ehrenmann steht immer zu seinem Wort. Dann würde ich die Herausforderung gerne wagen, antwortete Rodan gelassen, woraufhin das Publikum sich verwirrt anblickte und über diese fast selbstmörderische Herausforderung tuschelte. Fairy und Honoria schrien, Oholon, nein! Wobei sie ihre Hände über die Absperrung streckten, so als wenn sie ihn herausziehen wollten. Rodan drehte sich jedoch gelassen um, zwinkerte ihnen zu und sprach, Ich kümmere mich hierum, macht euch keine Sorgen. Geht schon mal zu, ihr wisst schon wohin. Woraufhin sich Oholon wieder umwandte und ein verdutzt blickendes Parapsychologenpärchen zurückließ, welches nach einigen Sekunden sich zustimmend zunickte und aus der Masse drängte. Auch der Herzog schaute verdutzt und blickte den Alten verwirrt an, wobei er, seitlich nach vorne gelehnt, überrascht sprach, Höre ich recht? Ihr wollt gegen einen meiner Elitewachen kämpfen? Ihr? Er lehnte sich wieder zurück, tippte auf sein Kinn und sprach dabei vorsichtig, Ich denke, guter Mann, dass ihr euch bezüglich eurer Gewinnchancen irren mögt. Ihr dürft diesen Sieg nur kämpferisch, jedoch nicht mit Wortgefecht oder Wetten erringen. Dessen bin ich mir wohl bewusst, antwortete Oholon kurz und bündig. Der Herzog verzog unerfreut eine Miene. Er wollte nicht, dass seine Eliten einen alten Mann töteten, da das sein Image schnell schaden konnte. Doch Oholon überzeugte ihn schließlich, indem er hinzufügte, Oder steht eure Hoheit nicht zu seinem Wort? Wenn ihr euch den Tod so schnell herbeiwünscht, so soll es mir recht sein. Auf die bestehende Gefahr habe ich euch ja ausreichend hingewiesen. Erwiderte der Herzog und schaute den Alten scharf an, in der Hoffnung, dass die Androhung des Todes den Eifer des Alten bremste. Jedoch irrte er sich, da Rodan unbeeindruckt dastand und nach einigen schweigsamen Sekunden höflich drängte. Ich warte. Daraufhin stöhnte der Herzog resigniert und winkte mit seiner Hand einer seiner besten Elitewachen zu sich. Dieser trat vor und der Herzog sprach zu ihr. Ihr habt den Alten gehört. Er fordert euch zum Kampf. Gebt euer Bestes. Gerade als die Elitewache loslaufen wollte, zog der Herzog an den roten Umhang, welche jeder seiner Elitewachen trug, und deutete ihr so, dass sie sich zu ihm hinabbeugen sollte, was diese auch tat, woraufhin der Herzog ihr zuflüsterte, Versucht ihn nicht zu töten. Woraufhin die Wache nickte. Sie erreichte die Arena und betrachtete den alten, gebrechlich aussehenden Mann mit einem zynischen Grinsen. Alleine die Vorstellung, gegen einen solchen anzutreten, schien den Mann zu amüsieren. Oholon hingegen musterte seinen Gegner respektvoll und gelassen. Er wirkte sehr athletisch und die goldverzierte Rüstung und der wehende Umhang verliehen der athletischen Figur das dazu passende heroische Ambiente. Der Mann hielt in seiner rechten Hand ein Kurzschwert und in der linken prahlte ein größerer Rundschild mit seinen Goldornamenten, welche die strahlende Sonne reflektierten. Oholon war sich bewusst, dass dieser Mann viele Jahre oder gar Jahrzehnte darauf trainiert worden war, Gegner möglichst effizient zu eliminieren, und von daher waren Oholons Chancen bei einem fairen, direkten Nahkampf gleich null. Doch der listige Nekromant hatte natürlich schon lange bevor der Mann die Arena betreten hatte, einen effektiven Siegesplan entwickelt. Während der Zeit, in der er mit dem Herzog diskutiert hatte, hatte er seine ungepflegten, rissigen und vor allem scharfen Fingernägel, die wie zerfetzte Klauen aussahen, in die Handinnenflächen gepresst, indem er eine Faust ballte, sodass diese seine Haut wie kleine Dolche durchstochen hatten und er nun schon die ganze Zeit blutete. Da er den Ärmel seines langen Gewandes bewusst mit in die Faust geballt hatte, zog der dichte Stoff das Blut auf, sodass niemand die eigentliche Blutung sah. Aus dieser Quelle des Lebens, sein eigenem Blut, bezog er die Kraft, das Mana, für seine Magie. Der Schmerz war für ihn nicht neu, denn jeder Nekromant lernt, sich selbst Wunden zuzufügen und die dadurch frei werdende Lebensenergie in Mana zu wandeln. Vorbereitet mit dieser unsichtbaren Waffe der Magie, erwartete Oholon seinen Gegner, welcher wiederum auf das Startsignal des Schiedsrichters wartete,
der zu diesem Zwecke eine rote Fahne geholt hatte, die er nun wehend in der Luft hielt, wobei er erklärte: Sobald ich diese Fahne senke, beginnt der Kampf. Er endet entweder durch Tod des Gegners oder durch das laute Herausschreien von Ich gebe auf. Habt ihr das verstanden? Als er den letzten Satz sprach, drehte er sich zu der Elitewache, welche stumm mit einem Nicken antwortete. Daraufhin wandte sich der Unparteiische zu Olon und fragte ihn auch: Habt ihr das verstanden? Ich bin alt, doch nicht taub, war Olons kurze Antwort, die er mit einem Grinsen unterstrich. Der Schiedsrichter nickte zustimmend, während die Kontrahenten auf sein Signal warteten und vom Publikum mit stummem Argwohn bestaunt wurden. In der fast atemlosen Stille schien die Zeit stillzustehen und die Sekunden schienen minutenlang anzudauern. Schließlich senkte der Schiedsrichter die Fahne im schnellen Ruck nach unten und die Elitewache schien einen Blitzstart hinzulegen, der fast in demselben Moment mit vorgehaltenem Schild auf Holon losstürmte, bereit, sein Schwert in das alte Fleisch zu bohren. Die Wache war sich seines schnellen Sieges sicher. Sie hörte sich nur einzig in den Punkt des Siegers. Denn noch ehe sie Olon erreichte, um ihn niederzustrecken, ließ dieser seine, bis dato zur Faust geballte, Hand vorschnellen, aus der ein Blutschwall hervortrat und eine kleine Pfütze bildete. Die Elite ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte ihren Weg unbeirrt fort. Doch kurz bevor sie den Blutfleck erreichte, sprach Olon: Serandu! In einer hallenden, magischen Stimme, die einem Grollen des Gewitterhimmels glich. Sofort versickerte die winzige Blutlache in den Boden, ohne großes Aufsehen zu erregen. Dies trat erst dann ein, als die Elite die besagte Stelle erreichte und auf einmal feststellte, dass sie den Bodenkontakt verlor und in den Boden wie ein Stein im Wasser versank. Auch für die Betrachter schien sich der Boden in Wasser gewandelt zu haben. Ja, als die unvorsichtige Elitewache auf der Stelle trat, sank ihr Fuß langsam in den Boden ein, welcher auch kleine, kreisförmige Wellen erzeugte, so als wenn ein Wassertropfen in eine Pfütze plätscherte. Es dauerte keine 3 Sekunden, ehe sich der Rest des Körpers hinzugesellte, bis schließlich nur noch Hals und Kopf der Wache zu sehen waren, woraufhin Olon Lassen du leise mit seinen Lippen formte, was zur Folge hatte, dass der Boden seine ursprüngliche, feste Konsistenz wieder annahm und die Elite nun völlig außer Gefecht gesetzt war. Das ganze aufregende, wenn auch recht kurze Spektakel hatte die Menge so in Staunen versetzt, dass diese kein Wort mehr herausbekam. Im Gegensatz zu dem Herzog, der sofort aufstand und drohend seinen Finger auf Olon richtete und dabei schreiend befahl: Er ist ein Nekromant! Wachen, nehmt ihn fest! Woraufhin die restlichen Elitewachen herunterströmten und den Altmann umzingelten und ihn an Arm und Bein packten. Olon machte keine Anstalten, sich zu wehren. Er hatte nichts anderes erwartet, weshalb er höflich sprach: Wenn ihr meint, dass meine Gefangennahme, nur weil ich ein Nekromant bin, euch oder eurem Volk irgendwie behilflich sein sollte, dann möchte ich gerne helfen. Doch zuvor solltet ihr euer Versprechen einlösen. Ha! Dieses geistige Kräfteringen habt ihr verloren, alter Mann. Ich versprach jenen einen Wunsch, welche siegen, und ein Sieg, so habt ihr auch zugestimmt, gilt jenem, dessen Gegner aufgibt oder der ihn tötet. Meine Wache ist zwar so sehr gefangen, wie man es sich nur vorstellen kann, jedoch hat sie sich nicht ergeben und sie ist auch noch nicht tot, erwiderte der Herzog heroisch. Odin schüttelte verächtlich den Kopf und gab zu bedenken: Da habt ihr wohl recht, noch ist er nicht tot. Zwingt mich nicht, es zu tun, denn jedes Leben ist wertvoll. Was wollt ihr noch groß tun? Erwiderte der Herzog abfällig. Auf einmal war ein schmerzhaftes Schreien, was eher einem Quieken glich, von der im Boden festsitzenden Elite zu hören. Woraufhin sich alle, bis auf Olon, zu dieser umwandten und sahen, wie sich ihr Gesicht schmerzhaft verzog. Ich habe wohl an die genauen Worte der Siegesbedingungen gedacht und dementsprechend einige Vorkehrungen getroffen. In wenigen Sekunden wird er dahin scheiden, wenn ich ihn nicht befreie. Ah, gib auf, au, ich gebe auf!
schrie die Wache. Der Herzog blickte eilig zwischen der Wache und dem Nekromanten hin und her und sprach dann eilig: Lasst ihn frei, euer Wunsch ist euch gewährt. Sofort formte Olan mit seinen Lippen stumm einige Worte und die Wache wurde wortwörtlich vom Boden ausgespuckt, flog wenige Meter und landete fast unversehrt auf dem Boden, woraufhin die Wachen Olan losließen und sich um ihren Kameraden kümmerten. Olan hingegen putzte sein Gewand grob mit seinen Händen ab und sprach dann zu dem Herzog: Jetzt hört mich an! Er drehte sich um und sprach zu der Masse: Auch ihr sollt mir zuhören! Die Untoten sind nicht schuld an den seltsamen Vorfällen. Ich habe nachgeforscht und festgestellt, dass eine viel unheimlichere Macht nicht nur uns, sondern auch die Untoten gleichermaßen bedroht. Es ist eine alte Gottheit namens Verdammnis, die vor langer Zeit schon einmal aufgetaucht war, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Nekromanten und Priester gelang es dann schließlich, sie tief in den Weiten des Sumpfes zu bannen und dort zu fesseln. Doch ein törichter Mensch hat offenbar die Verbannung gelöst und damit die Geißel der Menschheit freigesetzt. Mein ehemaliger Schüler Bolovan, den ihr als euren General kennt. Ein lautes, erschrockenes ging durch die Massen, während der Herzog schrie: Unerhört! Das ist Rufmord! Woraufhin Orlon sich zu ihm umdrehte und erwiderte: Nein, das ist die Wahrheit. Verdammnis bezieht seine Kraft aus Hass, Tod, Rache, Vergeltung und dergleichen. Und damit kommen wir zu dem Punkt meines Wunsches. Er trat direkt vor den Sitz des Herzogs, blickte ihn eindringlich an und sprach: Brecht den Krieg ab! Verdammnis spielt nur euch und die Untoten gegeneinander aus, um an Macht zu gewinnen. Wenn es erst zu einem richtigen Krieg kommt, wo sich Hass, Gewalt und all diese Dinge mehren, von denen er sich ernährt, werden wir ihn eventuell nie wieder besiegen können. Seid vernünftig! Der Herzog strich sich über das Kinn und dachte nach, während die Menge gespannt wartete. Habt ihr irgendwelche Beweise? Fragte der Herzog nach einiger Zeit. Leider nein, gab Olan zu. Aber ihr müsst mir glauben, ich sage die Wahrheit, fügte er sofort noch hinzu. Ihr habt euren Wunsch vergeudet. Ich werde nicht das Wohl meines Reiches zugunsten eures Wunsches aufs Spiel setzen, erwiderte der Herzog eisern. Das sehe ich, eure Hoheit. Ihr setzt das Wohl eures Reiches gegen meinen Wunsch aufs Spiel. Ich habe euch gewarnt, sprach Olan enttäuscht, als letzter Versuch eines Appells an die Vernunft. Er erreichte diese jedoch nicht, da der Herzog rief: Wachen! Legt ihn in Ketten und sperrt ihn in einen gemütlichen Kerker. Daraufhin lehnte der Herzog sich zu Olan herunter und sprach mit einem fast fiesen Grinsen: Betrachtet es als Ersatz für euren Wunsch. Statt eines Todes erwartet euch nur der Kerker. Olan grinste kämpferisch zurück und erwiderte, während die Wachen ihn packten und abführten: Betrachtet die Ablehnung meines Wunsches als euer aller Todesurteil. Und Verderbnis wird der Henker sein, der euch auf die Richtbank ohne jegliche Gnade führt. In der Zwischenzeit hatten Tami und Lucy den, nun ziemlich veränderten, Geisterhügel erreicht, der zu ihren Entsetzen nicht nur verlassen, sondern auch völlig begrünt war. Hinter einer großen, grünen Wiese, auf der Sonnenblumen und auch Mohnblüten, thronte der Baum, der nun deutlich gewachsen war und leicht die Höhe eines Hauses überragte. Seine Form war jedoch unverändert und die Stärke der antiparanormalen Kraft war wie ein elektrisierendes Feld. Zwar unsichtbar, jedoch spürte man die drohende Gefahr knisternd in der Luft. In einiger Entfernung fahrten die beiden besorgten Biokryptologen und wollten ihren Augen nicht trauen. Was ist hier denn passiert? Fragte Tami schließlich total verblüfft. Tut mir leid, ich bin weit über die Grenzen des Rationalen hinaus entsetzt, antwortete Lucy. Vorsichtig näherten sich die beiden dem grünen Albtraum. Als sie nur noch einige Meter entfernt waren,
wandten sich auf einmal die tänzelnden und wippenden Mohnblumen zu ihnen um und senkten ihre bis dato gehobenen Häupter, so dass es den Anschein hatte, als wenn sie Köpfe wären, die bis dato in den Himmel geblickt hatten und nun von etwas überrascht worden waren. »Wow!« rief Tam überrascht und streckte seinen Arm zur Seite aus, um Lucy an ein Fortschreiten zu hindern. Diese senkte langsam ihren Kopf und blickte auf seinen Arm, ehe sie Tami wieder anblickte und kühl sprach. »Was ist denn?« »Der Mond hat sich gerade bewegt«, antwortete Tami beunruhigt und deutete mit dem Zeigefinger seines bis dato noch unausgestreckten Armes auf die Pflanzen. Lucy folgte dem Fingerzeig und Tami fügte hinzu. »Siehst du ihren gesenkten Kopf? Es scheint fast so, als könnte sie uns sehen.« »Das ist doch Unfug. Blumen haben keine Augen«, antwortete Lucy und schob Tamis Arm beiseite, um an diesem vorbeizuschweben. Es genügten nur wenige Zentimeter, bis der Blütenkopf des Mondes sich auf einmal schloss, um sich aufzublähen und dann mit hohem Druck seinen Blütenkopf wieder zu öffnen und eine Salve von Samenkörnern in Richtung der ungebetenen Gäste zu speien. »Lucy«, rief Tami und eilte zu seiner Liebsten, die so überrascht von der Geschwindigkeit der Blume war, dass sie bewegungslos in der Luft warte. Er griff sie an ihren Arm und zog sie mit Schwung zur Seite, sodass sie gerade noch rechtzeitig den Geschossen ausweichen konnten, welche statt des Geistes den Boden trafen und dort sofort keimten. Aus dem Keim wuchsen jedoch wieder erwartet keine Pflanzen, sondern eine weiße, pusteblumenähnliche Kugel, die einige Zentimeter in die Höhe schwebte, um dort zu zerplatzen und sich in lauter kleine Schirmchenflieger zu teilen, welche vom leicht wehenden Wind einige Meter weit weggeblasen wurden, ehe sie letztendlich unter einem Aufleuchten verschwanden. »Danke, mein geliebter Tami«, sprach Lucy und fiel ihren Retter um den Hals. Er erwiderte die Umarmung, streichelte das Haupt seiner Geliebten dabei und sprach: »Immer wieder gerne, aber wir sollten vorsichtiger sein.« »Ich sollte nicht so leichtsinnig sein, entschuldige bitte«, erwiderte Lucy betroffen. »Schon gut«, erwiderte Tami mit einem Lächeln, ehe er hinzufügte: »Das hat ja niemand ahnen können.« Lucy antwortete nicht, sondern nickte lediglich mit ihrem Kopf, ehe Tami seine Umarmung löste, sich zu der Blume umblickte und sprach: »Offenbar haben sie nur eine gewisse Reichweite. Solange wir nicht zu nahe kommen, wird uns wohl nichts passieren.« »Ich hoffe, Negron hat das auch erkannt und ist mit den anderen irgendwo hingeflohen«, antwortete Lucy besorgt. Tami zuckte mit den Schultern und sprach verschmitzt: »Das denke ich schon. Er ist ja schließlich nicht masochistisch veranlagt.« Lucy musste kurz kichern, ehe sie mit den Worten »Das ist wahr« zustimmte. »Die Frage ist nur, wo ist er hin?« sprach Tami, woraufhin die beiden kurz in eifriges Nachdenken verfielen und dann gleichzeitig sprachen: Oh nein, er wird doch nicht. Sie blickten sich beide besorgt an und dann sprach Tami: »Denkst du auch, was ich denke?« »Ja, er hätte ruhig etwas geduldiger sein können«, antwortete Lucy, woraufhin Tami sprach: »Sicher, er hatte sich Sorgen gemacht und dachte, wir sind Nekrori.« Lucy schüttelte enttäuscht mit dem Kopf, ehe sie wütend ausrief: »Das ist alles Nocturnus Schuld. Ich bin mir sicher, dass er Nekron einen Floh ins Ohr gesetzt hat.« »Wäre es jetzt zu ironisch zu sagen, dass mich das nicht juckt?« fragte Tami spöttisch und erntete einen strengen Blick seiner Geliebten, die sogleich erklärte: »Das ist kein guter Zeitpunkt für Wortwitze. Earu steuert auf eine Krise fiblischen Ausmaßes zu.« »Aber was sollen wir tun? Wenn Nekron wirklich Nocturnus dummen Plänen zugestimmt hat, was haben wir dann noch für eine Wahl? Untote und Lebende werden aufeinandertreffen und sich bekämpfen. Wir sind zu spät. Wir können den Krieg nicht mehr verhindern«, sprach Tami ernüchtert und betrübt. Lucy packte daraufhin Tamis Hand und zog ihn mit sich, wobei sie sprach: »Vielleicht nicht den Krieg, aber womöglich Verderbnis.«